So, zum Einstieg in das Kapitel Datenbanksysteme nochmal als Wiederholung diese Folie zu den betrieblichen Informationssystemen. Wir haben ja bereits gesehen, dass hier im Hintergrund meistens Datenbanksysteme stehen und diese Informationssysteme Geschäftsmodelle eines Unternehmens oder einer Organisation widerspiegeln. In diesem Beispiel sehen wir drei Tabellen, drei Relationen aus dem Bereich der Universität. Zum einen haben wir hier eine Tabelle mit Studenten, eine Tabelle mit Vorlesungen und dann eben die Tabelle Hören in der Mitte hier, die diese beiden Tabellen verknüpft. Das heißt, wir können hier ablesen, welche Studierenden, gegeben durch die Matrikelnummer, welche Vorlesungen hören. Vorlesung bezieht sich dann eben auf die Vorlesungsnummer der Tabelle Vorlesungen und Matrikelnummer bezieht sich auf die Spalte Matrikelnummer aus der Tabelle Studenten. Wir werden im Wesentlichen in den nächsten Wochen sehen, wie wir solche Tabellen erzeugen können für einen bestimmten Ausschnitt aus der realen Welt und später dann auch in Dinge schauen wie Gewährleistung von Konsistenz, dieses ACID-Paradigma und so weiter. Das ist ein grober Überblick über die kommenden Vorlesungen. Wir werden zuerst betrachten, was Entity-Relationship-Modellierung ist. Da geht es um ja, die Modellierung eines Teilausschnitts der realen Welt und dann versucht man das dann eben in Relationen und Tabellen zu überführen. Man muss irgendeine Möglichkeit haben, Anfragen zu formulieren auf diesen Relationen oder Tabellen. Das kann man mit verschiedenen Möglichkeiten machen, zum Beispiel relationale Algebra oder die sogenannten Kalküle. Dann auch SQL natürlich als Standard-Anfragesprache. Wenn man diese Tabellen und Relationen erzeugt, da gibt es verschiedene Kriterien zu bewerten, ob so ein Entwurf gut oder schlecht ist. Und das betrachten wir im Kapitel Normalform. Dann möchte man natürlich die Informationen, die man gespeichert hat, auch effizient finden. Das sind eine Thematik zu Indexen, also Indexierungstechniken und abschließend Transaktionen und Recovery, wie man diese ACID-Eigenschaften gewährleisten kann. Also wir beginnen und in der nächsten Folie möchte ich hier einfach nochmal einen kurzen Durchlauf über diese Vorlesung und die restlichen Aspekte dieser Vorlesung zeigen. Wir beginnen und möchten einen Teilaspekt der realen Welt abbilden in die Datenbank. Wir müssen uns dafür überlegen, was wir genau abbilden wollen. Zum Beispiel können wir sagen, wir möchten das Vorlesungsverzeichnis und die Prüfungsanmeldungen der Universität in die Datenbank abbilden. Wir müssen betrachten, welchen Grad an Details wir haben möchten. Dann möchten wir alle Informationen über die Studierenden haben und um die Dozenten haben oder reichen uns gewisse Informationen für unser Ziel? Welche Entitäten spielen eine Rolle? Ich habe gerade schon gesagt, Studierende und Dozenten. Wir haben auch Vorlesungen, das sind die sogenannten Entitäten. Und diese Entitäten spielen eine gewisse Rolle und diese Entitäten sind auch miteinander verbunden. Wie schon im Beispiel zuvor, dass Studierende Vorlesungen hören, dass Dozenten Vorlesungen anbieten und so weiter. Ja. Das ergibt dann diese Anforderungsanalyse. Wir haben so ein sogenanntes Pflichtenheft, was eben auflistet, wie so die einzelnen Entitäten miteinander verknüpft sind und welche Eigenschaften hier die Informationen haben. Zum Beispiel haben wir hier die Matrikelnummer und wir wissen, dass die Matrikelnummer Studierende eindeutig identifiziert. Ja, wir werden auch später sehen, wir werden das Schlüssel nennen und das ist elementar eben für effiziente Suche in einem Datenbanksystem. Weitere Aspekte, die Identifikation von Organisationseinheiten, von Beziehungen, von Prozessen und ja, gewissen Grad der Formalisierung. Und am Ende haben wir einen Anforderungskatalog, ein sogenanntes Pflichtenheft, was uns sagt, welche Dinge wir modellieren müssen, zu welchem Grad wir die modellieren müssen, wie die Abläufe sind und so weiter und so fort. Da gibt es diese schöne, der eine oder andere wird es schon gesehen haben, diese schöne Illustration, diesen Comic dazu, was schiefgehen kann, wenn man Modellierung betreibt. Und Sie sehen hier auf der linken Seite, ein Kunde hat beschrieben,
was so die Anforderungen an die Software sein sollen. Und auf der rechten Seite sehen Sie, wie der Projektmanager das verstanden hat. Dann kann man jetzt das Ganze weitertreiben. Auf der linken Seite sehen Sie jetzt, wie das der Analyst verstanden hat. Rechts, wie das der Programmierer implementiert hat. Und das ist, links sehen Sie die Dokumentation, nämlich gar keine. Und rechts sehen Sie, was der Kunde eigentlich wirklich gebraucht hätte. Na, natürlich nicht so extrem ernst gemeint, aber natürlich hat Modellierung immer auch Einschränkungen, ob das, was modelliert wird, dann tatsächlich das ist, was auch gewünscht war oder gebraucht wurde. Wir machen uns hier das Leben einfach als Datenbankler. Wir gehen davon aus, dass wir wissen, welchen Aspekt der Welt wir modellieren wollen. Wir nehmen das als gegeben hin und betrachten dann nur noch in Anführungsstrichen die Modellierung dieses Teilaspekts als ER-Diagramm, werden wir gleich sehen. Und von da aus gehen wir dann in die Welt der Relationen und Anfragen hinein. Das heißt, wir betrachten hier nicht, wie eine ordentliche oder eine akkurate Modellierung mit Use-Case-Analyse und so weiter auszusehen hat. Das geht eher so in die Richtung Software Engineering. Das machen wir hier in der Vorlesung nicht. Das heißt, wir machen das Leben in diesem Sinne ein bisschen einfach. Das Entity-Relationship-Modell, was Sie hier auf der rechten Seite sehen, beschreibt, wie Entitäten, in diesem Falle Studenten und Vorlesungen, verknüpft sind durch sogenannte Relationen. In diesem Fall ist das die Relation Hören, die Studenten und Vorlesungen hier verknüpft. Wir haben auch verschiedene andere Informationen gespeichert in diesem Modell, die sogenannten Attribute, also die Eigenschaften der Entitäten. Sie sehen hier, dass für Studenten haben wir Semester, Matrikelnummer und Name. Sie sehen auch, dass hier in diesem Fall die Matrikelnummer unterstrichen ist. Hier reden wir von einem sogenannten Schlüssel, der hier dazu geeignet ist, Studenten oder Studierende eindeutig zu identifizieren. Es gibt auch sogenannte Rollen, dazu später mehr. Das heißt, die Entitäten spielen eine Rolle, zum Beispiel ein Dozent oder ein Vorleser, ein Dozent für eine Vorlesung wäre ein sogenannter Prüfer, wenn ein Student eine gewisse Vorlesung prüfen möchte. Und aber dazu sehen wir noch ein paar kompliziertere Beispiele später. Hier ist ein Beispiel, das ein bisschen komplexer ist. Wir haben hier auch die sogenannten Professoren oder Dozenten. Die haben auch einen Schlüssel, die Personalnummer hier, die haben auch einen Namen und Assistenten. Wir sehen hier, dass Assistenten arbeiten für Professoren. Studenten hören Vorlesungen, Professoren lesen Vorlesungen und Vorlesungen setzen andere Vorlesungen voraus. Das wäre ein Beispiel für eine Rolle, dass eine Vorlesung, sowohl eine Vorlesung kann die voraussetzende Vorlesung sein oder eben die Vorlesung, die eine andere Vorlesung voraussetzt. Also es sind verschiedene Rollen, die hier in der Relation voraussetzen, zum Beispiel drinstehen würden. Das spielt später eine Rolle bei der Modellierung in Relationen natürlich. Aber das nur als Beispiel. Ich gebe Ihnen jetzt sowieso nur einen kurzen High-Level-Überblick über die Inhalte der Vorlesung, um so ein bisschen einen roten Faden hier zu generieren. Ausgehend von diesem Entity-Relationship-Modell gehen wir dann her und erzeugen Relationen. Sie können sich Relationen im Wesentlichen vorstellen als Tabellen. Es gibt natürlich einen großen Unterschied zwischen Relationen im mathematischen Sinne und Tabellen. Nämlich Relationen sind Mengen und Tabellen können auch Duplikate enthalten, also sind Multimengen oder sogenannte Bags. Aber hier im Kapitel über relationale Modelle oder das relationale Modell reden wir von Relationen. Und Ziel ist es hier aus diesem ER-Modell solche Relationen zu basteln. Zum Beispiel, um es wieder in Tabellen zu sprechen, Sie haben eine Tabelle Kunden und was steht in der Tabelle drin? Naja, wir haben die ID des Kunden, dann haben wir das Telefon des Kunden, die Adresse des Kunden und den Namen des Kunden. Das wäre jetzt eine Relation oder eine Tabelle in unserem Sinne. Dann haben wir eine Relation kaufen und eine Relation verkaufen. Und hier finden Sie dann Dinge wieder, zum Beispiel wie Verkäufer, sagen wir mal, den PKW verkauft hat. Und dieser Käufer hat natürlich auch wieder eine Verkäufernummer. Und kann dementsprechend wieder in einer Tabelle mit den Verkäufern gefunden werden und so weiter und so fort. Das heißt, man hat viele Tabellen am Ende und
Diese Tabellen sind auch in irgendeiner Art und Weise natürlich verknüpfbar durch die sogenannten Schlüssel. Aber auch dazu später mehr. Wir geben hier nur einen kurzen Überblick. Im Bereich der Universität haben wir dann zum Beispiel Relationen Studenten, höheren Vorlesungen. Natürlich sind hier in der Vorlesungsrelation genau die Informationen gespeichert, die wir zuvor gesehen haben, nämlich so Dinge wie Semester, Matrikelnummer, Name und so weiter. Und Vorlesungen mit Semesterwochenstunden, Vorlesungsnummer, Titel. Und am Ende braucht man noch eine Relation Hörenden in diesem Falle, die diese beiden Entitäten, Studierende und Vorlesungen, geeignet verknüpft. Ja. Sie sehen hier, das Beispiel ist nicht ganz vollständig. Ein Teil der Attribute sind hier nicht angegeben, die vorher in dem ER-Diagramm angegeben waren, zum Beispiel Semesterwochenstunden. Aber die Idee sollte hier so mehr oder weniger klar sein. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ER-Modelle abzubilden, Relationen, auch dazu später mehr. Man muss ein bisschen aufpassen, wie man das macht. Man kann teilweise auch Relationen auflösen, weil sie in anderen Relationen bereits enthalten sind und so weiter, aber auch dazu im Detail mehr, wenn wir über das relationale Modell sprechen. So, wenn wir jetzt Relationen haben, zum Beispiel Relationen über Kunden, die Autos gekauft haben, dann möchten wir Anfragen ausführen und eine relativ einfache Möglichkeit, dies zu tun, ist durch die sogenannte relationale Algebra. Das heißt, wir haben eine Relation, sagen wir mal Studenten oder Studierende. Da sind Dinge drin wie Semester, Alter, Name und so weiter. Und wenn wir jetzt diese Informationen haben und möchten alle Studenten rausfinden, die im Semester größer als 10 sind, dann können wir das wie folgt machen. Wir nehmen den Selektionsoperator hier, wenden den auf diese Relation an und schreiben hier unten unsere Bedingung hin, nämlich dass das Semester größer sein soll als 10, ja, oder größer gleich, je nachdem, was wir möchten. Und dann wäre dann diese Relation oder dieser Ausdruck wäre auch wieder eine Relation. In diesem Falle wäre diese Relation die Menge der Studenten, die im Semester größer als 10 sind. Und jetzt kann es sein, dass wir von diesen aber eigentlich nicht alle Informationen möchten, sondern wir möchten nur den Namen und die Matrikelnummer haben. Und dann können wir das wieder klammern, diesen Ausdruck von allen Studenten, die im Semester größer als 10 sind, nehmen dann den Projektionsoperator her und projizieren auf die Attribute, die wir haben möchten. Wir möchten die Matrikelnummer haben und den Namen. Und dann ist das wieder, wie Sie sich das denken können, vielleicht schon eine Relation, die enthält Matrikelnummer, Name von allen Studenten im Semester größer als 10. Und so weiter. Es gibt also eine Menge von anderen Operatoren hier. Wir werden die im Laufe der Vorlesung natürlich kennenlernen und sehen, wie man solche Ausdrücke schreiben kann, was das bedeutet. Und ja. Hier sind noch ein paar Beispiele unten auf der Folie. Wir sehen, wir haben ein Beispiel von Kunden, die irgendwelche Dinge kaufen, zum Beispiel Autos. Möchten wir hier alle Kunden haben mit der Postleitzahl 66123. Hier möchten wir im dritten Beispiel alle Kunden haben, also komplett alle Kunden haben und auf den Namen projizieren. Das heißt, wir möchten nur die Namen haben. Und jetzt wird es ein bisschen interessant, ein bisschen tricky, denn wenn wir hier von Mengen sprechen und alle Kunden hernehmen und nur die Namen davon, von diesen Kunden herausfinden wollen, dann werden in dieser Menge, wenn wir Mengen betrachten, was ja der Standardfall ist für die Relationen, dann würden hier Namen nicht mehrfach auftreten, weil die Duplikate hier wegfallen würden. Das aber nur am Rande. Auch das werden wir im Detail sehen. Hier sehen wir ein bisschen komplexeres Beispiel. Wir verknüpfen diesem Join-Operator, den man im Deutschen Verbund-Operator nennt, die Relation kaufen und Kunde. Denn in den Kunden stehen ja nicht die Käufe drin, in den Kunden stehen nur persönliche Informationen über die Kunden, Telefonnummer, Postleitzahl und so weiter und Name. Wir möchten aber jetzt alle Kunden rauskriegen, die einen Kauf getätigt haben, der einen Wert hat von mehr als 50.000. Dafür brauchen wir natürlich die Informationen der Kunden selbst.
Und wir müssen auch in der Kaufenrelation schauen, welche Käufe hier getätigt wurden, die mehr als 50.000 Wert haben. Und deswegen brauchen wir hier diese Verbindung von zwei Relationen. Aber auch das werden wir später im Detail sehen. Diese Anfragesprache, relationale Algebra, ist natürlich nicht das, was man später macht, wenn man ein Datenbanksystem installiert hat und Daten da drin anfragen möchte. Die Standard-Anfragesprache für Datenbanksysteme ist SQL. Sieht wie folgt aus. Hier ist ein Beispiel. Man sieht auch drei Tabellen. Im Kontext von Datenbanksystemen reden wir nun von Tabellen und nicht mehr von Relationen. Manchmal benutzt man diese beiden Worte auch synonym. Das heißt, es ist kein großer Unterschied gemacht zwischen den beiden. Rein formal gesehen würde man Relationen im Sinne der relationalen Algebra als Mengen auffassen und Tabellen als Multimengen. Wenn man über Datenbanksysteme spricht, sind das meistens Tabellen, auch wenn man Relationen dazu sagt. Das heißt, wir haben hier Duplikate oder können Duplikate haben in den Ergebnismengen oder auch in den Tabellen selbst. Sie haben hier drei Tabellen. Studenten hören Vorlesungen mit Beispielausprägungen in diesen Tabellen und diese SQL-Anfrage hier unten, die würde die Namen von den Studierenden rauskriegen. Das heißt hier, das, was hier in dieser Spalte drin steht, aber nicht alle, sondern nur die, die Vorlesungen hören, die den Titel Grundzüge haben. Das heißt, wir haben hier eine Vorlesung Grundzüge, die hat die Vorlesungsnummer 5001. Wir sehen in dieser höheren Relation stehen auch für diese Vorlesung 5001 hier Studenten drin, die diese Vorlesung hören. Und diese Informationen über die Matrikelnummer für die Studierenden, die diese Vorlesung hören, werden eben wieder benutzt, um hier das Matching hinzukriegen zwischen diesen beiden Spalten. Das heißt, man verknüpft diese beiden Spalten und diese orange markierten Spalten und würde noch gucken, dass hier wirklich Grundzüge im Titel steht und würde dann alle hier Matrikelnummern finden, die diese Verbindung haben zu der Vorlesung Grundzüge. Ein sogenannter Join, ein Verbund über drei Relationen. Wir können Tabellen auch aktualisieren. In diesem Fall würden Vorlesungen aktualisiert werden. Wir würden die Vorlesung 5001, die Grundzüge heißt, umbenennen in die Vorlesung Grundzüge der Logik. Ja, und da wird hier eben der Schlüssel der Vorlesung gebraucht. Das ist hier in dem Fall die Vorlesungsnummer. Und dann würde dieses Feld hier, der Titel, aktualisiert werden durch diesen Wert. Ja. Aber auch dazu später mehr. Das ist nur ein Überblick. Das Interessante an SQL-Anfragen ist, dass sie wirklich nur beschreiben, was sie haben möchten als Ergebnis, aber sie sagen nicht, wie es berechnet wird. Das ist gar nicht notwendig, dass sie wissen, wie die einzelnen Daten abgelegt sind, wo die Daten abgelegt sind, wie jetzt dieser Verbund implementiert wird, dieser Join implementiert wird. Das heißt, Sie müssen einfach nur schreiben, was Sie gerne hätten in dieser recht intuitiven Schreibweise, die SQL anbietet, mit diesem Select from, where und so weiter. Das sind sogenannte deklarative Anfragen. Das ist hoffentlich weniger fehleranfällig. Alternativ könnte man auch relationale Algebra-Ausdrücke schreiben, aber wie wir auch sehen werden, wenn Sie so eine Relation haben, R, und noch eine andere Relation S und machen dann diesen Verbundoperator und noch eine Selektion und eine Projektion und das Ganze möchten Sie wieder verknüpfen mit einer anderen Relation T, dann werden diese Ausdrücke recht schnell recht groß und in SQL ist das ein bisschen komfortabler auszudrücken und der große Vorteil ist, dass das Datenbanksystem eben den SQL-Ausdruck hernimmt und auch noch geeignet optimiert. Darum müssen Sie sich auch nicht kümmern. Dieser Ausdruck hier ist nicht deklarativ, er ist imperativ. Das heißt, hier wird wirklich vorgegeben, wie man das Ergebnis berechnet. Natürlich soll es am Ende egal sein, ob man SQL benutzt oder solch einen Ausdruck, aber diese Folie sollte nur den Unterschied klar machen zwischen deklarativ, wo man sagt, ich hätte gerne alle Studenten, die im Semester größer als 20 sind oder 10 sind, wohingegen hier in der relationalen Algebra müsste man wirklich explizit schreiben, nimm die Tabelle Studenten. Darauf wende an, den Operator Sigma
Und hier werden wir gucken, Semester größer als 10. Also hier geben Sie eine Berechnungsvorschrift an, wohingegen Sie in SQL beschreiben würden, was Sie gerne hätten. Das ist der große Unterschied. Sie können diese Tabellen im Datenbanksystem auch erweitern durch sogenannte Integritätsbedingungen. Zum Beispiel können Sie angeben, hier für die Tabelle Studenten, dass Semester zwischen 1 und 13 liegen muss, dass die Matrikelnummer der sogenannte Schlüssel ist oder Primärschlüssel in dem Beispiel und dass der Name nicht leer sein darf und so weiter. Das Datenbanksystem, wenn Sie das ordentlich konfiguriert haben durch diese Angaben beim Erzeugen von Tabellen, verhindert dann, dass Daten eingegeben werden oder verändert werden, die diese Bedingungen verletzen. Das heißt, man hat eine Möglichkeit hier automatisiert im Datenbanksystem zu vermeiden, dass durch Änderungsoperationen oder durch illegale Einfügeoperationen Dinge in der Datenbank passieren, die so nicht vorgesehen sind. Zum Beispiel eben, dass Studierende in das Semester 14 kommen würden. Das wäre hier unmöglich. Oder dass, keine Ahnung, dass Gehälter nicht sinken dürfen, nur steigen dürfen und so weiter. Das kann man hier modellieren. Letzteres war eher ein Beispiel für, oder war ein Beispiel für dynamische Bedingungen, die hier nicht so einfach auszudrücken sind. Werden wir auch noch ein Beispiel sehen in der Vorlesung oder im Kapitel über die Trigger, dass man hier noch viel mehr machen kann als diese statischen Bedingungen, die Sie hier sehen. Aber dazu auch später mehr. Dann betrachten wir folgendes Beispiel. Wir haben verschiedene Rechnungsnummern, Kundennamen, Kundenadressen, also Straße, auch Telefonnummer und Postleitzahl. Und wenn jetzt hier, wir reden hier über den Kunden Meier, das war jetzt hier eindeutig, das ist der Kunde Meier, der hat hier verschiedene Rechnungen schon oder verschiedene Käufe getätigt mit verschiedenen Rechnungen. Und wenn dieser Kunde Meier nun eine neue Telefonnummer bekommt, dann sehen Sie, dass Sie hier in der Tabelle eine Menge Arbeit haben. Sie müssen alle diese Tupel, 1, 2, 3, 4, 5 Tupel, Tupel sind die, ja, die Zeilen, so werden die Zeilen auch genannt. Sie müssen hier 5 Zeilen oder 5 Tupel anfassen und in jedem diesem Tupel die Telefonnummer von Meier ändern. Das ist ein Beispiel für ein schlechter Entwurf von diesen Tabellen, weil Sie sollten hier nicht solche Redundanz abspeichern, dass Sie für jeden Eintrag, für jede Rechnung, die Meier getätigt haben, nochmal die kompletten Informationen von Meier abspeichern. Das würde man so nicht modellieren. Dieses Beispiel motiviert das Kapitel über die sogenannten Normalformen. Hier wird vermieden, dass man Redundanzen in der Datenhaltung hat. Wir werden verschiedene Stufen von diesen Normalformen betrachten. Beginnen bei der ersten Normalform, der zweiten und dritten Normalform und der Boyce-Codd-Normalform. Diese Normalformen, je stärker die sind, desto besser vermeiden sie Redundanz. Und das letzte Beispiel, das Beispiel auf der vorherigen Folie, war eben ein Beispiel, wo diese persönlichen Informationen von Kunden besser in einer eigenen Tabelle gespeichert werden sollten und nicht eben zusammen mit den Informationen, welche Rechnungsnummern diese einzelnen Käufe verursacht haben. Beispiel für die erste Normalform ist, oder dass die erste Normalform sagt, keine mengenwertigen Attribute. Das heißt, wenn Sie so eine Tabelle haben, wir haben hier diese Spalten und die einzelnen Zeilen, dann dürfen hier in diesen einzelnen Einträgen, in dieser Spalte für diese gewisse Zeile, da dürfen keine Mengen drin stehen. Das heißt, da darf eine 1 drin stehen oder eine 2 oder auch irgendwie rot oder blau und grün. Aber Sie dürfen da hier keine Mengen von irgendwelchen Dingen angeben. Also keine mengenwertige Attribute. Jetzt sehe ich gerade, das soll hier wahrscheinlich ein Gelb sein. Ja, kein Geld. Okay, hier nochmal ein weiteres Beispiel mit Studentenbelegungen. Sie haben hier Matrikelnummer und Vorlesungsnummer. Das soll ausdrücken, welche Studierende und welche Vorlesung hören. Was sieht man hier an Problemen? Wenn wir davon ausgehen, dass der Name hier der Name der Studierenden ist und die Semesteranzahl,
dann sehen Sie hier, dass diese beiden Informationen eigentlich hier gar nichts zu suchen haben. Die Matrikelnummer und die Vorlesungsnummer sind schon aussagekräftig genug, um die Belegung von Studierenden zu Vorlesungen auszudrücken. Sie müssen hier nicht nochmal speichern, was der Name ist oder was die Semesterzahl sind. Dann stellen Sie sich vor, der oder die Studentin würde jetzt in das neue Semester kommen, das passiert ja regelmäßig. Und der Student Kana zum Beispiel würde jetzt in Semester 4 kommen, dann müssen Sie diese Informationen irgendwie aktualisieren. Ja? Oder der Student heiratet, nimmt einen anderen Namen an, dann müssen Sie hier verschiedene Informationen aktualisieren. Das möchte man auch so nicht haben, das wäre auch ein schlechter Entwurf. Wir werden eben sehen, wie man verschiedene Normalformen definiert, um diese Redundanzen zu vermeiden. Warum möchte man Redundanzen vermeiden? Hier unten steht es. Einfüge-Anomalien hat man da, Update-Anomalien und Lösch-Anomalien. Update-Anomalie haben wir schon gesehen, wie im Beispiel zuvor oder auch gerade, wenn Sie einen Teil des Tupels oder einen Teil der Studenteninformationen ändern und dass der Entwurf nicht gut ist, müssen Sie zum Beispiel den Namen oder ein Beispiel von der Telefonnummer von Herrn Meyer auf der Folie zuvor eben sehr viele Tupel löschen. Darüber hinaus gibt es auch Löschanomalien und Einfügeanomalien, aber dazu später mehr. Dann zum Kapitel Transaktionen. Das hatten wir schon zu Beginn der Vorlesung kurz gesehen. Das ist das klassische Beispiel, was es bedeutet, wenn die Datenbanksystem soll ausfallsicher sein. Wir möchten gewährleisten, dass Transaktionen, also eine Menge von Operationen, als Ganzes ausgeführt werden, aber nicht teilweise durchlaufen und irgendwelche inkorrekten Informationen in der Datenbank drinstehen. Das ist ein Beispiel, was Sie schon gesehen haben, wie gesagt. Sie haben hier den Kontostand eines Kontos A. Den lesen Sie ein in einer Variable klein a, reduzieren den dann um 50 Euro, schreiben diesen neuen Kontostand zurück. Das heißt, Kunde A hat jetzt 50 Euro verloren. Dann lesen Sie den Kontostand von Kundin B ein in die Variable klein b, addieren da die 50 Euro drauf. Das heißt, wir sehen hier ein Umbuchen von 50 Euro von Kunde A zu Kundin B. Und hier schreiben Sie dann den Kontostand von der Kundin eben zurück. Und wenn alles gut läuft, wurden hier gerade 50 Euro transferiert von A nach B. Wenn es allerdings nicht gut läuft und es stürzt zum Beispiel hier ab, ja, oder hier ab oder dort ab, dann sind hier 50 Euro verloren gegangen, ohne dass sie gut geschrieben worden sind. Das heißt, man möchte verschiedene Anforderungen haben an das Datenbanksystem, dass sowas nicht passieren darf. Und diese Anforderungen, dass entweder alles durchläuft oder nichts durchläuft, das heißt ganz oder gar nicht, nennt man Atomarität. Das heißt der erste Bestandteil von dem ACID-Paradigma. Dann gibt es weitere Anforderungen, zum Beispiel, wenn die Transaktion durchgelaufen ist, dass am Ende die 50 Euro tatsächlich transferiert worden sind, dann soll dieses, das heißt der erfolgreiche Abschluss dieser Transaktion in der Datenbank festgeschrieben sein, und zwar dauerhaft, idealerweise für immer und ewig. Das nennt man ja Dauerhaftigkeit, Durability im Englischen, das ist das D. Dann gibt es noch die Anforderungen, dass wenn das Datenbanksystem in einem konsistenten Zustand war, anhand von irgendwelchen Kriterien, zum Beispiel diesen Integritätsbedingungen, die wir zuvor gesehen haben, ganz kurz, dann soll die Datenbank auch konsistent sein nach Abschluss der Transaktion. Also am Ende, wenn alles durchgelaufen ist, soll das Datenbanksystem, die Tabellen auch wieder konsistent sein. Das nennt man ja Konsistenz, im Englischen Consistency, das ist das C von ACID, und dann zu guter Letzt hat man hier noch das I für Isolation oder Isolation. Das beschreibt, dass wenn Sie vor dem Datenbanksystem stehen oder vor dem Geldautomaten, hinter dem ein Datenbanksystem steht, dann soll es Ihnen so vorkommen, als wenn Sie der einzige Kunde oder die einzige Kundin wäre, die mit dem Datenbanksystem arbeitet. Obwohl es dann noch viele, viele andere, hunderte oder tausende andere Personen oder Anwender gibt, die mit dem gleichen Datenbanksystem arbeiten, aber für alle soll das so aussehen, als wenn sie alleine mit dem Datenbanksystem wären. Das bedeutet, wir müssen aufpassen, dass es keine Effekte gibt von dem einen Anwender, der sichtbar für andere Anwender ist. Und das kann auch zu
Anomalien führen, die man nicht haben möchte. Zum Beispiel folgendes Beispiel, auch wieder sehr unglücklich hier für die Kunden. Sie haben eine Transaktion, also einen Ablauf, der von einer Anwendung gestartet wurde, und eine zweite Transaktion, das heißt eine Anwendung, ein Ablauf, der von einer zweiten Anwendung gestartet wurde. Sie sehen hier auf der linken Seite zum Beispiel eine Transaktion, wo die Firma dem Mitarbeiter Geld überweist, das Gehalt 2000 Euro. Auf der rechten Seite zum Beispiel, dass dieser Person am Geldautomaten Geld abhebt. Was passiert hier? Naja, die erste Transaktion, also die Geldüberweisungstransaktion, liest den Kontostand des Kunden in eine Variable x, addiert 2000 Euro drauf. Ja, das passiert zum Zeitpunkt 2. Parallel dazu liest die Transaktion 2 den Kontostand des Kunden, des gleichen Kunden, in Variable y. Im dritten Schritt wird dann von der Transaktion 1 der Kontostand, der um 2000 erhöht wurde, zurückgeschrieben in die Datenbank. Aber Transaktion 2 arbeitet mit dem alten Kontostand, zieht da 100 Euro von ab, weil sie ihr Geld abheben möchten, und schreibt danach den Kontostand zurück. Das heißt, hier wurde mit dem gleichen Kontostand begonnen. Diese sind identisch, wenn das der gleiche Kunde ist. Aber die Änderungen, diese 2000 Euro Gehalt, die hinzugekommen sind, sind verloren gegangen, weil am Ende gewinnt diese Transaktion, die 100 Euro abgezogen hat, basierend auf dem initialen Kontostand. Das ist ein Beispiel für die sogenannte Lost-Update-Anomalie. Und es gibt viele weitere Anomalien. Und wir möchten vermeiden, dass diese Anomalien eben auftreten, weil ansonsten das Datenbanksystem eben für unsere Zwecke oder für wichtige Anwendungen, wie zum Beispiel einer Bank, nicht ausreichend wäre. Dann kann es passieren, dass das Datenbanksystem abstürzt, weil der Strom ausgefallen ist und so weiter. Das heißt, wir müssen aufpassen, dass wenn wir versprochen haben dem Kunden, dass die Geldüberweisung gelaufen ist, und zwar erfolgreich, müssen diese Operationen, also die Änderungen in den Daten auf der Festplatte, müssen nach Wiederanlauf des Datenbanksystems immer noch da sein. Und wenn wir Transaktionen haben, wie eben das Überweisungsbeispiel, das längere mit A und B, und wir haben einen Ablauf und irgendwo ist er noch nicht zu Ende, der müsste noch bis hierhin laufen, und hier stürzt das Datenbanksystem ab, da müssen wir aufpassen, dass wir die ganzen Änderungen rückgängig machen, denn die Atomarität sagt eben, dass man von den unvollständigen Abläufen eben keine Teile in der Datenbank behalten darf. Das werden wir im Kapitel ganz kurz Recovery betrachten. Dann natürlich ein großer Punkt ist Indexierung. Sie haben eine große Menge von Daten. Sie haben sogenannte Schlüssel wie Matrikelnummer oder Personalnummer, die Ihnen helfen, anhand von dem Schlüssel Einträge von Entitäten zu finden, die zu diesem Schlüssel gehören, zum Beispiel den Studenten oder die Studentin für eine gewisse Matrikelnummer. Wir gehen davon aus, dass die Daten nicht in den Hauptspeicher passen und dass Festplattenzugriffe relativ teuer sind. Wenn Sie jetzt die Situation sehen, Sie haben so eine normale herkömmliche Festplatte, da kostet jeder Zugriff auf verschiedene Blöcke in der Festplatte 10 Millisekunden. Das ist relativ viel. Wenn Sie jetzt überlegen, wie so ein Index aussehen könnte, ist die erste Idee vielleicht, man bastelt sich anhand des Schlüssels, zum Beispiel Matrikelnummer, einen binären Suchbaum, den ja alle von Ihnen wahrscheinlich schon kennen. Das ist ein Beispiel für solch einen binären Suchbaum. Wenn wir jetzt mit einer Matrikelnummer starten, zum Beispiel 4, würden wir hier oben zur Wurzel gehen, würden die 4 mit der 8 vergleichen, würden dann in diesen Teilbaum reingehen, würden die 4 mit der 3 vergleichen, würden dann, weil die 4 größer ist, hier hinlaufen, und würden dann, weil die 4 kleiner ist, hier hinlaufen. Am Ende würden wir sie nicht finden. Wenn wir ein Beispiel 5 nehmen würden, würden wir die 5 finden. Aber ob wir sie finden oder nicht, spielt keine Rolle. Was wir hier gesehen haben, ist, dass in jedem dieser Schritte, 1, 2, 3, wir dreimal auf irgendwelche Informationen zugreifen mussten. Und wenn diese Informationen in verschiedenen Teilen der Festplatte liegen, dann müssen wir hier
dreimal auf der Festplatte hin und her springen. Das kostet dreimal 10 Millisekunden, das ist sehr viel. Das heißt, solche Suchbäume, die sind natürlich viel größer in der Praxis. Wenn die binär sind, sind die ziemlich schlecht geeignet für Zugriffe auf Daten, die auf dem externen Speicher, also auf der Festplatte liegen und nicht im Hauptspeicher. Wir werden sehen, wie man das besser lösen kann im Datenbanksystem und werden dazu den berühmten B+-Baum betrachten, der Daten eben ganz anders abspeichert als der Binärbaum. Das spare ich mir jetzt darüber zu reden. Wir werden das im Detail später sehen. Wichtig ist, dass hier im Vergleich zum Binärbaum, dass das hier ein M-Ära-Baum ist. Das heißt, dass jeder innere Knoten, im Binärbaum hat er ja zwei Kinder, eins, zwei. Und hier hat er nicht zwei, sondern M. Und M kann sehr groß sein. Das heißt, der Baum würde so ausschauen. Und weil der so ausschaut, der Baum, ist der nicht so hoch wie der Binärbaum, sondern sehr, sehr flach. Und sehr flach bedeutet wenige Zugriffe auf die Festplatte, was gut ist, weil wir dann diese 10 Millisekunden Zugriffe eben reduzieren. Aber dazu später auch mehr. Dann auch ein kleiner Aspekt dieser Vorlesung: Anfrageoptimierung. Wir werden sehen, wie wir Anfragen, die in SQL geschrieben werden, in relationale Algebra ausdrücken können. Dieser Ausdruck wird dann oft dargestellt als so eine Art Baumstruktur, wo die Operatoren drin stehen. Zum Beispiel hat man eine Projektion auf einem Join, der hier eine Selektion hat und hier die Relation R und hier die Relation S. Und wir haben verschiedene Möglichkeiten, solch einen Baum zu schreiben für eine SQL-Anfrage. Wir werden eben sehen, wie man das geschickterweise macht, was es für verschiedene Möglichkeiten gibt, diesen Baum neu zu organisieren, um den günstigsten zu finden. Wir werden die sogenannte regelbasierte Anfrageoptimierung betrachten und dann auch solche größeren Ausdrücke betrachten, die hier optimiert werden können. Gut, in diesem Beispiel ganz kurz sehen Sie, Sie haben hier einen Verbund zwischen Kaufen und Kunden und möchten, also wie im Beispiel auf ein paar Folien zuvor, möchten diese Kunden finden, die einen Kauf getätigt haben, der einen Wert hat von größer als 50.000. Wir können natürlich hier erst alle Kunden mit allen Käufen verknüpfen, am Ende die rausgreifen, die einen Wert haben von 50.000. Oder wir können erst hingehen und von der Relation kaufen, die rausfiltern, also die hernehmen, die einen Wert haben von 50.000, da bleiben vielleicht ein paar wenige übrig. Und diese paar wenigen hier, die verknüpfen wir dann noch mit der Relation Kunden. Und dieser Ausdruck ist im allergrößten Fall, allermeisten Fall eben diesem ersten Ausdruck zu bevorzugen, weil der viel weniger Rechenleistung, viel weniger Datenoperationen braucht als eben dieser erste teure Ausdruck. Aber auch dazu im Detail mehr. Es gibt eine Menge von Systemen, angefangen von Oracle, IBM DB2, Microsoft SQL Server, MySQL, Postgres und so weiter. Wir werden hier in der Vorlesung mit Postgres arbeiten. Das ist frei verfügbar, relativ leicht zu installieren und läuft auch relativ schnell und leicht, ohne große Last ans System. Die Beispiele sind auch im Wesentlichen, wenn sie nicht unbedingt im Standard von SQL drin liegen, auch an Postgres orientiert. Das heißt, das sollten Sie sich installieren auf jeden Fall. Wir werden auch Hilfestellungen dazu geben in OLAP, wie man das am besten macht. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel in der älteren Version das PG-Admin User Interface oder beziehungsweise gibt es auch neuere Versionen von und so weiter. Gut, aber das werden wir noch in Übungen später genauer betrachten, wie man hier mit den Systemen tatsächlich arbeiten kann.